gebe ich euch eine Review zu den Zahlertapen Extensions. Und wenn ihr wissen wollt, was ich darüber erfahren habe, wie sie mir gefallen und ob ich sie weiterempfehle oder auch nicht, dann bleibt doch einfach dran. Als erstes denke ich mal, sollten wir die Frage klären, was sind überhaupt Tape Extensions? Tape Extensions sind eine Art, ja, wie soll ich sagen, die klebt man in die Haare rein, also wie ein Sandwich. Man klebt von unten Extensions dran und von oben. Und dazwischen sind die eigenen Haare und so hält das dann auch einfach. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Das Ganze sieht dann so aus. Ja. Ich habe die jetzt seit Samstag drin, also es tut eigentlich nicht weh, man kann darauf schlafen, es zieht nicht. Also eigentlich sind die ziemlich angenehm. Ich hatte auch mal reingeflochtene Extensions und das tat so weh. Also ich konnte, glaube ich, 3 Tage nicht drauf schlafen. Und ja, also das würde ich keinem empfehlen oder ich finde es auf jeden Fall persönlich nicht gut. Die Tape Extensions, damit bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden. Ich habe die Haare gestern nochmal schneiden lassen, damit das alles ein bisschen angeglichen wird mit meinen echten Haaren. Ich habe jetzt eine Länge von 50 cm drin, das sind glaube ich 20 Inch, so stand es auf der Seite zumindest. Es gibt noch 24 Inch und ich weiß nicht, ob es noch kürzere Haare gibt, das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Auf jeden Fall sind die ziemlich lang. Also 24 Inch würde ich mir eigentlich jetzt nicht bestellen, weil die gehen schon fast bis zum Po. Ich habe jetzt auch 20 Stück gekauft. Also das heißt, wenn man 20 Stück auf der Seite kauft, sind das eigentlich nur 10 Stück, weil man die ja zusammenklebt. Also ja, nur die Hälfte. Die haben auch 40 Stück und auch 60 Stück. Die empfehlen immer beim dünnen bis mittleren Haar 40 Stück und bei dicken Haaren 60 Stück. Aber ganz ehrlich, also mit 20 Stück bin ich eigentlich schon echt zufrieden, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich nochmal... ja, 10 Stück so gesehen, nochmal 10 Stück reinkleben sollte. Weil mein Haar auch ziemlich schimmert. Also man sieht hinten ab und zu auch mal, wenn es windig ist oder wenn man die nicht richtig toupiert oder mit Haarspray ein bisschen befestigt, sieht man halt auch die Tapes. Und ich hätte die auch ein bisschen weiter unten ansetzen können, meinte die Friseurin. Aber ich hatte halt Angst, dass man das auch beim Zopf sehen würde, wenn ich dann mal die Haare oben trage oder wie auch immer. Deswegen habe ich ein bisschen weiter oben angefangen. Aber das ist eigentlich nicht schlimm. Also gekostet haben sie umgerechnet 70 Euro, 69 Euro, 70 Euro. Ich habe mit PayPal anschließend bezahlt und irgendwie durch den Wechselkurs kam ich dann auf 74, 75 Euro. Ich hatte noch einen 5 Euro oder 5 Dollar war das, ja 5 Dollar Gutschein. Anschließend kamen noch 10 Euro Versandkosten obendrauf und am Ende noch Zollgebühren in Höhe von 9 Euro. Also war ich so irgendwie bei 80 Euro, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall hat der Versand einen Monat gedauert. Zahler Hair Tape Extensions hat auch noch eine Seite bei Instagram. Ich verlinke euch die auch nochmal in der Infobox und auch die Website. Und da könnt ihr einfach mal reinschauen. Die haben alle möglichen Haare, die haben auch Clip-Ins, die haben Tapes und die haben auch, ich weiß nicht, ob die Bondings haben. Müsste ich nachschauen. Auf jeden Fall haben die mehrere Sachen, auch Ombre Looks, glaube ich. Ja, die müssen die auch haben. Und ja, die haben eine riesen Auswahl. Das Einzige ist halt, dass der Versand ziemlich lange dauert. Also einen Monat habe ich gewartet, dann habe ich denen auch eine E-Mail geschrieben. Und die meinten, es würde ungefähr noch einen halben Monat dauern. Aber genau am selben Tag waren sie dann zum Glück da. Ja, wer hat mir die Extensions reingemacht? Die Extensions hat mir meine Mutter reingemacht. Es ging eigentlich ganz gut. Also ich habe die hinten immer ein bisschen abgeteilt. So in einzelne ja, Stufen, Tresen, wie auch immer. Und dann hat sie jeweils erstmal nur 3, glaube ich, rangemacht, dann 4 und dann nochmal 3 oben, sodass dann 10, alle 10 drin waren. Man kann das natürlich auch beim Friseur machen lassen, aber ich glaube, das kostet, also pro Strähne haben die mir gesagt, zumindest da, wo ich war, waren das knapp 8 Euro. Und wenn man die ganz neu macht, also mit Extensions kaufen und allen drum und dran, dann war ich bei... wäre ich bei 350 bis 400 Euro gewesen und die 60 cm kosten ab 700 aufwärts. Also ich finde, das ist schon echt heftig für ein bisschen Extensions reinmachen. Und vor allem, also wenn man eine Freundin hat oder die Mutter einem hilft, dann geht das eigentlich auch. Also es ist nicht so kompliziert, es hat vielleicht 15 Minuten gedauert. Das Komplizierteste war eigentlich so eine gerade Linie hinten hin zu bekommen. Und das war es auch schon. Also meine Erfahrung bis jetzt mit denen ist... echt ziemlich gut. Also die fühlen sich so, so schön an und die sind auch in den Spitzen immer noch dick. Also es gibt ja tausende Extensions, die unten immer ausfransen oder dünner werden oder keine Ahnung wie aussehen. Und die sind unten echt mega dick. Also dafür, dass es nur
50 Gramm sind das ja auch eigentlich. Nur 50 Gramm sind, würde man das nie denken, wenn man das jetzt so sieht. Ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn ich einen Zopf hätte. Das würde dann so aussehen. So sieht das dann aus. Und von hinten sieht das Ganze dann so aus. Ich bin wirklich so zufrieden mit den Extensions. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gewaschen, das werde ich später mal ausprobieren. Ich kann euch dann gerne nochmal davon berichten, wie sie dann sind, aber die passen sich auch mit den eigenen Haaren an. Und es ist auch wieder, ja jetzt inzwischen das zweite Mal, dass sie mal zu meiner Haarfarbe passen. Also wenn ihr mal schaut, sieht wirklich 1:1 aus und sonst muss ich immer färben und keine Ahnung was, sondern war es nie meine Farbe. Und diesmal passen die einfach von Anfang an. Ich kann sie wirklich nur jedem empfehlen, also der Extensions haben möchte, auch Clip-Ins. Ich glaube, Clip-Ins haben eigentlich dieselbe Qualität, müssten die haben. Oder auch wer Tape-Extensions haben möchte, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, auf der Seite zu bestellen. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, aber dann warte ich lieber einen Monat länger, anstatt ja fransige Extensions zu haben oder wo man sieht, dass man Extensions drin hat. Und für den Preis kann man auch wirklich nicht meckern. Also günstiger, glaube ich, kriegt man sie nirgendwo. Mir wurde noch von der Friseurin gesagt, dass ich bei Zala mal nachfragen soll, ob die Extensions eine Silikonschicht haben, weil wenn ja, dann sollte man sie weiterhin mit Silikon waschen und wenn nicht, dann ist das eigentlich egal, ob man Silikon-Shampoo oder silikonfreies Shampoo benutzt. Bis jetzt habe ich noch keine Antwort bekommen. Wenn ich eine Antwort bekomme, schreibe ich euch das auch nochmal in die Infobox mit rein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man weiß, wie man sie pflegen sollte. Und auch nicht zu überstrapazieren, also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viel Shampoo da reinklatschen und Conditioner und Kuren. Also lieber weniger, die halten auch ziemlich gut, denke ich mal. Also die sind noch wie aus der Packung, obwohl ich sie ja schon gestern hatte und auch einen Dutt getragen habe und einen Zopf getragen habe und alles damit gemacht habe. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen bei der Entscheidung, wenn ihr Extensions kaufen möchtet und wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare und ich werde sie euch so schnell wie möglich beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, über Kommentare und natürlich auch über ein Abo. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!